Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Thief. Ich bin der Baume und wie in der letzten Folge versprochen, habe ich offscreen rumexperimentiert und ich muss sagen, es hat nicht lange gedauert, da kam ich drauf. Und das ist dann immer so ein Moment, wo man sich so denkt, so... Also ein Glück kann ich mir keine Facepalm geben wegen der Mütze. Da würde ich mir die Finger abhacken und das ist mir einfach zu gefährlich. Also wir müssen tatsächlich erstmal ein bisschen Schaden nehmen. Da führt leider kein Weg drum rum. Das ist leider so, weil wir müssen erstmal hier rein. Das stimmt schon. Dann nehme ich mal nochmal ein bisschen Nahrung. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie nochmal neu geladen. Ich habe meine Torheit, alles was ich jetzt an Pfeilen und so weiter verblödelt habe. Und Essen und Mohn. Das ist jetzt einfach so, damit müssen wir leben, fertig, aus. Das gehört zum Prozess des Lernens dazu. Ich habe was gelernt, nämlich... ich hatte ja hier den Schrank aufgemacht, mich noch... Toll, da ist eine Vase drin, ne? Eine blöde Vase, mit die kann ich maximal kaputt machen. Ja, machen wir die doch mal kaputt. Siehe da, es ist ein Schalter dahinter. Scheiße. Warum sieht man denn von dem Schalter die Schnur nicht, die dahin geht? Ja, von den Fallen, das sehe ich, aber die guten, die sehe ich nicht. Doof. Das ist total doof. Ja, und jetzt sind wir hier. Ja, und weiter hatte ich dann auch nicht gespielt. Also es reicht mir zu sehen, dass die Tür dann doch aufgeht. Und da sind zwar Fenster, aber durch die kann man anscheinend nicht einbrechen. Schade. Schade, habe ich ein bisschen viel ja. Das war dann doch das... Das lag zu naheliegend irgendwie, dass da ein Codeknopf ist. Ein Schuldenverzeichnis, ich wette, da stehen wir auch drin. Oder haben wir... Nee, wieso? Wieso sollten wir denn von jemandem einen Kredit annehmen? Garrett braucht doch gar kein Geld. Der braucht doch gar kein Geld. Schuldenverzeichnis im Südviertel. Wie heißt der nochmal? Levak. Molkidrik ist ein Gold schuldig. Ja, Wahnsinn! Lass uns ihnen die Beine brechen. Es liegt so viel Gold auf der Straße. Rothschild, 32 Gold schuldig. Barry J, Schulden beglichen. Auch schön. Mossboots, 4 Gold. Das sind ja Beträge hier, unglaublich. Und Thomas Winder, Schulden beglichen. Wow, also was für ein Kredithai, ja. Er hat sage und schreibe Leute mit insgesamt, also 37 Dollar Gold, wie auch immer. Münzen, Simoleon, Schulden. Hey, da habe ich aber mehr, du. Er hat doch... Naja, einfach ein Portemonnaie mit 20. Und dann schlägt er sich mit solchen Winzbeträgen rum. Na okay, wahrscheinlich, weil die Leute so arm sind, dass die mehr Kredit sowieso nicht aufnehmen können. Gut, dann deaktivieren wir jetzt endlich diese böse Falle. Ja, ich hatte übrigens ausprobiert, mich auf die Platte bei dem Tresor zu stellen, aber der Pfeil macht halt immer wieder tiu, 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 tiu. Und da gehst du kaputt. Da gehst du ganz, ganz schnell kaputt. Oh, da sind die Dinger jetzt aus. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. So. Haha, mein Lieblings-Minispiel. Aha, vibriere, vibriere. Vibriere, vibriere. Na, wo ist er? Da ist er doch. Genau. Hui. Ich frage mich, wie das läuft, sich das ganze Ding bildlich vorzustellen. Das gibt's ja auch noch, die Erweiterung. Ach, das mit dem Tempo ärgert mich immer noch. Was haben wir denn hier? Ich bin hier fertig. Genau wie Eddies Laden. Er wird bald auf dem Fluss abhauen. In einem Boot oder darunter. Hi, Köder. Erledigt. Kriegen wir jetzt noch eine Auswertung? Nö. Nur bei den Besso-Missionen kriegt man keine Auswertung. Da muss ich sagen, fand ich die von dem Zirkus-Mensch cooler. Weil die auch ein bisschen größer waren, die Quests. Besso hat so... Bessos Vorteil liegt wahrscheinlich dann doch eher so in seiner Masse. So, die zwei hier hinten hebe ich mir auf für den Rückweg. Wir gehen jetzt erstmal bis hier hin. Schreibfehler, Schrauben... Ach, ich keine Ahnung, was ich hier annehme. Müssen wir gucken, was dann am nächsten liegt, sobald wir da sind. Ja? Und das lese ich mir dann auch erst durch, wenn ich da bin. So verfolge ich den Punkt. Habe ich jetzt einen Wegpunkt gesetzt? Ach so. Ja, sorry. So, jetzt haben wir es. Irgendeins muss ich sowieso erstmal auswählen. So, und dann geht's am besten hier hinten. Ja, gut, okay. Hops. Joing. Und hepp. Oh, hier muss ich aufpassen. Da patrouilliert eine Frau. Da oben. Nee, ist keine Frau. Aber so ein Van Helsing ist da unterwegs. Komme ich hier eigentlich hoch? Nö. Aber hier. Ah, ah. La, 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 la. La, 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 la. Was machst du da hinten? Du gehst doch bestimmt gleich... Oh,
Ruhig bleiben, Junge. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ruhiger. Noch ruhiger. Jetzt langsam wieder laut werden. Schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing, Junge. Kann ich dich nicht einfach am Fuß packen und hier runterschmeißen? Gute Nacht, mein Freund. Mach's dir bequem. Hier ist doch schön, oder? Hier ist doch schön. Hier ist es schön hell. Ist ein bisschen zu hell, hä? Warte, ich mach's dir gemütlicher. Ich bin ein Menschenfreund. Schön, hä? Viel besser. Viel besser. So, weiter geht's. Wir müssen heute noch wohin? Wir haben noch ein paar Quests am Hut. Lalalala. Ich denke mal, gleich fliegt er aufs Maul. Gleich fliegt er aufs Maul. Komm ich da mit einem Sprung drüber? Ach komm, wir haben gepolsterte Schuhe. Hopp. Genau. Im Zweifelsfall ist es schön, wenn man sich darauf verlassen kann, dass eigentlich nichts passiert. Ruf das Ding. Wie? Jetzt lädt er? Okay. Ich dachte, wenn der Wegpunkt... Naja, egal. So, jetzt müssen wir nämlich scharf nach links. Das haut schon hin. Das haut schon hin. Ja, ich weiß wieder, wo wir sind. Ja, das tolle Fenster mitten in der dunkelsten Ecke der Stadt. Wo auch garantiert kein frisches Lüftchen vorbeikommt. Ist das hier die Penner-Ecke? Ist sie das? Ist das die Penner-Ecke? Das ist sie. Ja, genau die. Genau die. Ach, du bist cool, ne? Einer meiner cool. Zähne wackelt. Tja, dann kauf dir doch einen neuen. Hast du etwa keine Kreditkarte? Denk mal an deinen Lebenslauf! Mach mal neue Passfotos! Ja, man muss den Aufgaben geben, sonst hängen die den ganzen Tag da rum. Ist so. Mann, ich will doch nur helfen. Ja, und mit ein bisschen Druck, ne? Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche. Das nächste Mal komme ich dann mit lecker Zuckerbrot rum. Aber da ich bis jetzt noch keinen Händler gefunden habe, wo das verkauft wird, muss der Totschläger leider erstmal reichen. Nee, K.O.-Schläger ist es. Aus dieser Stadt geworden. Naja, Paradies für Verbrecher. Boah, jetzt ruckelt's aber. Ihr könnt mich gar nicht sehen. So. Verdammt kalt heute Nacht. Ich mach mal nochmal eine Speicherung und ich will's jetzt wissen. Zeit verlangsamen beim Schlösserknacken. Fokus an, Schloss knacken. Los geht's. Wo ist die langsame Zeit? War da gerade jemand? Ich befehle dir, stehen zu bleiben. Wo ist denn das jetzt hier langsam? Das ist überhaupt nicht verlangsamt. Ich krieg die Krise. Mit diesen, da stecke ich da zwei Fähigkeitspunkte rein und es bringt mir einen Scheiß. Es bringt mir absolut nichts. Ich lasse die mich jetzt einfach umbringen und lade dann vom nächsten Checkpoint. Hier oder Aktionen im Kampf werden beschleunigt. Wo war ich hier jetzt schnell? Wo war da das Tempo? Absolute Fehlinvestition. Das ärgert mich so, dass ich die nicht so. Ich guck mal, ob ich die jetzt zurücknehmen kann. Das regt mich auf. Das finde ich richtig, richtig doof. Hier, kann ich das irgendwie wieder... Y, B, nee. X, A, keine Ahnung. Das ist so zum Kotzen. Beschleunigt deine Aktion beim Kampf, zielen, beim Schlösserknacken deutlich, indem die Welt um dich herum weiter verlangsamt wird. Die wird gar nicht verlangsamt. Du hast mich voll angelogen. Das Spiel hat mich echt übelst böse verarscht. Wie soll ich die Welt denn noch verlangsamen? Ich meine, ich bin geduckt und mach meinen komischen Drogenblick an. Ein Topf oder hungern. Oder habe ich zu wenig Mohn, um die Welt zu verlangsamen? Vielleicht kostet das ja übrigens viel Mohn. Hm, probieren wir es mal so. Nein, jetzt ändert sich nichts. Vielleicht muss ich eine andere Taste drücken, wer weiß. Vielleicht muss ich es ja mit meiner Drogensicht anschauen. Verdammte Stadt. Und eine andere Taste drücken. Wir probieren das jetzt nochmal. So. Ich guck das Schloss jetzt ganz lange an. Ich friere. Auge, da steht immer nur Auge. Habe ich noch irgendein anderes Fähigkeitsrad? Ich habe hier meine Waffen. Nee, das bringt nichts. Damit wechsle ich nur schnell zwischen meinen Pfeilen.
Da ist die Map. Ich habe keinen Dunst, also... Option. Ich guck mal bei Controller. Vielleicht gibt es ja einen Knopf für Tempo ändern. Keine Ahnung. Achsenspiegel, Zielhilfe, Vibration, Steuerung, Zielhilfe. Habe ich einen? Brauche ich die? Mach die mal aus. Vibration ist gut. Steuerung. Komm, wir gucken uns mal die Steuerung an. So, laufen, klettern, springen, ausweichen, Nahkampf, K.O.-Schlag, Bogen benutzen, werfen, Pausenmenü, Fokus, interagieren, abbrechen, sprinten, Kamera drücken zum Zoomen und beobachten, Inventar öffnen, Schnellwechsel links, Schnellwechsel rechts, Übersichtskarte ein, aus, bewegen, ausweichen, ducken, okay, Journal öffnen, ausweichen, es steht da nicht. Es steht da einfach nicht. Es steht da einfach nicht. Navigationsaufforderungen. Was ist das denn? Navigationsaufforderungen. Nehme ich mal mit rein. Fokusmodus. Ja, na klar. Na klar. Interaktionsaufforderungen. Wegpunktmarkierung. Gefahrensymbole. Gegner. Gesundheitsanzeige. Kapitel. Übersichtskarte. Blablabla. Fadenkreuz. Journal. Sammel. Alles ein. Gesundheitsanzeige, Fokus, Munitionszähler, Waffenleiste, das sieht alles gut aus. Ich habe keinen Dunst. Ich habe keinen Dunst, ich bin ratlos, ich bin total am Arsch. LT ist jetzt klettern, das will ich auch. Muss ich Schloss knacken, lange gedrückt halten. Ich halte die Taste jetzt mal lange gedrückt. Nö. Wieder. Nö. Fokus an. Lange gedrückt halten. Drauf starren. Ja, ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Hoffentlich brauche ich keine Brille. Ich will das jetzt rausfinden, weil das hier ist einfach mal die perfekte Stelle, um mal eben schnell ein Schloss zu knacken, bevor die auf mich aufmerksam werden, mir den Scheiß zu nehmen und dann zu verschwinden. Das ist einfach mal die perfekte Stelle, um das zu üben. Mann. Es ärgert mich, wenn das jetzt für euch ein bisschen langweilig ist. Ja, aber wenn ich erst knacken drücke und dann den Fokus anmache? Nee, das klappt auch nicht. Oder vielleicht war ich zu schnell. Okay, der klingt wieder ab. So, knacken. Fokus! Das ist genauso langsam. Shit! Ich hab jemanden gesehen. Nö, es bringt einfach nichts. Bringt einfach. Sau schade. Sau schade, Tom. Echt schade. Dafür gibst du dann Fokuspunkte aus. Überall, das ist so ärgerlich. Ratten. So ärgerlich. Das ärgert mich. Ach Mann. Ist das Licht eigentlich noch an, was ich angemacht habe? Da oben die Kerze? Verdammt kalt heute Nacht. Ich glaube ja. Kommt ihr denn her? Ihr seid Freunde, ne? Wo sind die Wachen? Sind hier Wachen? War hier nicht gerade eine Schnur? Ich guck mal, ob die Kerzen noch an sind, die ich entzündet hatte, ob es das gespeichert hat. Weil wenn die Kerzen jetzt auch wieder ausgegangen sind... Nee, die ist tatsächlich noch an. Sehr gut, sehr gut. Weil hier in der Ecke können wir uns nochmal ein bisschen nach Kerzen umschauen. Hier scheinen sehr viele gewesen zu sein einmal. Ach, da unten muss ich rein. Gut, das kriege ich jetzt. Mir tut der Rücken weh. Okay. Hier unten soll was sein. Okay. Kann ich hier durch? Krieg ich das geknackt? Ja. Diese verdammte Stadt. Wenn hier irgendwas, keine Ahnung, wenn hier irgendwas stehen würde mit drücke jetzt diesen Knopf, um die Zeit zu verlangsamen oder so. Bäh. Das geht ja alles ganz normal schnell. Ich verstehe es nicht. Ist das ein Bug oder... Sehr, sehr merkwürdig. Echt, sehr, sehr merkwürdig. Muss ich nochmal nachlesen. Das muss ich nochmal googeln. Das kann doch nicht sein. Haben sie das irgendwann mal kaputt gepatcht oder so? Weiß ich nicht. Also hier war ich definitiv schon mal drin. Hier habe ich nämlich den Schalter, genau, und dann ging irgendwas auf. Und was bist du eigentlich? Es hat sich irgendwo irgendetwas getan. Hui, wer bist du denn, mein kleiner Mann? Halt, ich wollte noch gucken, was das für eine Mission ist. Habe ich die jetzt schon erfüllt? Dort ging das Gerücht, Lord Alderley hätte eine Nase wie Cyrano. Gesichtswahrung. Kann ich mir die Quest nochmal angucken?
Erreiche das Boot, ne? Scheiße, jetzt bin ich einfach hin. Das ärgert mich. Scheiße. Habe ich hier noch einen Kundenauftrag? Nee. Mensch, ich wollte doch wissen, was ich tue. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Weil ich so viel von dem Knacken erzählt habe. Das hat mich abgelenkt. Gut, gut. Dann gucken wir mal, was wir hier noch für Quests in der Nähe haben. So, zoomen wir mal ein bisschen. Achso, wir sind noch gar nicht auf der Karte. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Oh, da ganz hinten ist eine. Okay. Dann mache ich erstmal die hier. So, und das ist jetzt genau was? Schreibfehler. Stiehl das Diebesmanuskript. Beim Schlüpfer der roten Jenny. Beim Schlüpfer der roten Jenny. Einer meiner Klienten hat sich als Wortschmied entpuppt. Ein Schriftsteller. Er hat ein Buch über die schmutzige Schattenseite der Stadt geschrieben. Mit mir als Hauptperson. Finde ihn in Black Furrow und vernichte sein Manuskript. Ich muss auf meinen Ruf achten. Ist das nicht cool, als Hehler so einen verruchten Ruf zu haben? So, die schwarze Seite der Stadt. Ach, mit halt die Umwelt fit. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Eine Arznei gegen die Schwermut? Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Hopp, hopp. Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Tut mir leid. Ich meine natürlich, oh, der Arme. So, jetzt ist der Punkt plötzlich woanders hingesprungen. Bewegt sich die Person etwa? Nee. Nee, wir sind nur im neuen Kartenabschnitt. So. Hä? Hä? Wow! Okay, gut. Okay, dann gehen wir eben hier rein. Gut. Was soll man denn heute noch glauben? Hier waren wir doch auch schon mal drin. Oh, aber das habe ich schon gesehen. Aber dass da ein Bild fehlt, das ist doch ein eindeutiges Zeichen, dass wir hier schon mal waren. Hallo? Hallo? Ich könnte schwören, dass ich hier schon mal war. Wieso habe ich hier so viel Zeug übrig gelassen? Oder haben die Bude wieder aufgefüllt? Das Manuskript, liegt das hier irgendwo? Warte mal, lass mich mal kurz auf die Karte schauen. Suche beim Clock Tower, wo bin das nach dem Manuskript? Beim Clock Tower. Beim Clock Tower Bookbinders. Ja, und wo bin ich jetzt hier? Wo hat mich jetzt der Wegpunkt hingeführt? Der sagt ja jetzt wieder, ich soll nach hier drüben. Der hat mich doch gerade erst hier reingeschickt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Oh Mann. Nochmal anheben das Ding, nochmal raus. Jetzt ist er wieder. Oder muss ich verschiedene Plätze untersuchen? Das ist verwirrend. Jetzt ist er da drüben. Aber das. Das muss ich nochmal gucken. Bin ich jetzt irgendwie. Werd ich langsam dämlich? Werd ich langsam ein bisschen verkalkt? Kann sein. Schon lange meine Medikamente nicht mehr genommen. Vielleicht werde ich ein bisschen dämlich. Boah, das war jetzt verwirrend. Wieso liegt denn da unten jemand? Ich sehe gerade, da unten liegt eine Wache. Guck mal. Seit wann liegt denn der da? Das war ich aber nicht, oder? Das war ich nicht. Gut. 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 Puh. So. Die Sidequest klappern wir jetzt noch ab. Das ziehe ich jetzt noch durch. In dieser Aufnahmesession. Es sind noch drei. Oh, die eine habe ich total ver... Das war bestimmt mal interessant zu wissen, warum wir die Büste geklaut haben. Bestimmt, weil das die einzige Büste war, die so original vom Baron gemacht wurde. Und es hat sich herausgestellt, dass der total hässlich ist. Und darum wurde die da in irgendeinem Keller versteckt. Ich finde es ulkig, dass die Sidequests uns langsam an Plätze führen, wo wir schon waren. Also da unten bin ich definitiv schon mal eingebrochen. Man hat es ja gesehen. Da war ja die Plakette ab, die den Schalter freilegt. Weil da war nämlich, glaube ich, ein Raum dahinter, wo ein seltenes Gemälde versteckt war, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und da haben wir diese Büste nicht mitgenommen, oder da gab es die noch nicht? No. Ich glaube nicht, dass ich so schlampig war. Aber naja, und gerade eben, ich könnte wetten, es hat uns da reingeführt in den Raum mit der Karte und dann war es plötzlich doch woanders. Ist das so, dass... Da hinten steht's doch, jetzt kann ich's lesen. Clock Tower Bookbinder, das ist ein Laden. Da sind wir schon öfters dran vorbeigekrochen, man konnte aber nicht rein. Naja, in der nächsten Folge gehen wir rein und dann werden wir schon... Da werden wir geholfen. Hoffe ich. Ach, ist zum Glück nicht mehr weit. Ist echt genau gegenüber.
Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich will diese ganze Stadt erstmal leer räumen, bevor wir uns ins Boot setzen und dann nach Moira fahren. Weil wer weiß, ob wir jemals wieder zurück in die Stadt kommen. Ich will jetzt nochmal alles leer räumen. So ist das einfach. Naja, sei es wie es wolle. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio.